Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 3. Ich glaube, wir sind ja langsam auf dem Weg zur Vault. Haben eine neue Aufgabe bekommen. Und zwar sollen wir das GEEK beschaffen. Haben noch einen Levelaufstieg in der letzten Folge gehabt. Das habe ich mir dann auch mal noch alles durchgelesen. Oder, ja, den durchgeführt. Ich hoffe mal, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Hier geht's jetzt weiter. Ja, wir sind der Vault und die sieht ja ziemlich heruntergekommen aus. Aber ist auch verständlich. War ja auch lang keiner mehr. Außer den Mutanten. Och, und Kakerlaken. Naja, komm. Weg. Ich werde mal gerade die Waffe wechseln. Wir haben ja unsere Pistole abgegeben. Ach, hier unten. Haben aber noch. Ich hätte diese Jagdflinte nicht abgeben sollen. Okay. Es sind doch noch ein paar Supermutanten hier. Ich werde aber erstmal hier die Kakerlaken erledigen lassen. Ja, mach die mal platt. Muss ich dann nämlich keine Munition verschwenden. Die sind beide erledigt, gut. Ne, der ist noch nicht erledigt. So. Hallo, ist da jemand? Allerdings sind die jetzt auch auf uns aufmerksam geworden. Ist da irgendwas? So, Supermutant, Feuer frei. Scheiße, jetzt ist die mir in den Schuss gelaufen. Ja, du rennst mir auch die ganze Zeit im Schussfeld rum. Hier ist einfach zu eng für zwei. Na gut, sie kann sich ja gleich heilen. Da haben wir wieder eine Jagdflinte. Gut, die packe ich jetzt direkt mal ein. Na gut, hat aber nicht viel Schaden gemacht. Die Jagdflinte können wir dann benutzen für diese ganzen Kakerlaken. Ja. Oh ja. Supermutant. Zack, zack. Der ist weg. Da ist nichts mehr zu flankieren. Den haben wir schon erledigt. Da könnten. Oh ja. Ich schlaf mal. Ich sehe gerade, ich bin fast tot. Also, Lebensenergie ist sehr runtergegangen. Du hast aber nichts Interessantes für uns, ne? Wir haben hier jetzt auch keinen Questplot mehr, oder? Nö. Da geht's zur großen Kammer. Hier geht's zu den Wohnquartieren. Ist alles sehr dunkel hier drin. Hier haben wir auch nichts. Gut, dann. Oh, ein Herr. Räuchern wir mal die Supermutanten hier aus. Komm, Paladin, du packst das. Schießen wir ihm mal in den Rücken. Der ist immer noch fit. So, jetzt nicht mehr. Du hast kaum was abgekriegt. Gut. Ja, es lohnt sich doch echt mit dem Begleiter. Die lenkt zumindest die Gegner ein bisschen ab.
Dann können wir von der Seite oder von hinten angreifen. Ich habe Kontakt. Ich nicht, ich sehe nämlich noch keinen. Meine ich das nur oder werden diese Dinger immer hässlicher? Keine Ahnung. Kann sein, dass der von oben kommt. Oh, Pfeile nehme ich mit. Da. Ein Supermutantenbiest. Okay. Schon mal schwer beschädigt. Und weg. Gebiet gesichert. Jupp. Leider nichts Nützliches. Whisky, Whisky, Whisky und Leichenteile. Brauche ich im Moment nichts von. Weder Whisky noch Leichenteile haben wir hier. Munition, jawohl. Rauskommen, verdammt nochmal. Hallo, ist da jemand? Nö, nö. Ist der da drin? Wir haben Gesellschaft. Ein Herr der Supermutanten. Wieder? Wir haben sogar einen kritischen Schleichangriff hingekriegt. Sehr gut. Alles klar, Entwarnung. Chinesisches Sturmgewehr, dann können wir das wieder aufbessern. Munition. Machen wir das doch gleich mal. Ich denke, wir sollten jetzt auch einfach problemlos alles reparieren können. Regeneriertes Hundefleisch, das wollte ich nicht mitnehmen. Dachte schon, ich hätte jetzt was übersehen. Die Spinde sind leer. Ich guck mal gerade, bei dem Pip-Boy können wir doch auch noch irgendwie... Dings anmachen. Na, ich glaube, das werde ich in Optionen mal nachschauen. Steuerung. Tastenbelegung. Waffen ziehen. Irgendwo muss da noch eine Taschenlampe sein oder so. Ups. Automatisch bewegen. Springen. Schnellspeichern. Greifen. Entschuldigung. Blocken. Na gut, ich benutze keinen Nahkampf. Ich finde hier allerdings keine Taste für Lampe. Ne. Was ist greifen? Ach, können wir da Dinge so hier so... Supermutant? Nö. Und den Pip-Boy selber können wir das ja nicht einstellen. Nee. Irgendwie nicht. Wie viel Munition haben wir eigentlich auf der... nicht so viel. Aber ich guck doch mal, wir haben jetzt unsere kleinen Waffen geskillt. Wie viel mehr das jetzt an Schaden macht... Oder ich könnte mal wieder auf die Pistole von Sydney wechseln, die sie uns vermacht hat. Messer will ich jetzt nicht mitnehmen. Das passt soweit. Hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's weiter. Zumindest mal in einen Raum mit Zeug. Gut, ich gehe da mal hier weiter entlang. Milchflasche, Schnapsglas und so weiter. Bla 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 bla. Hier.
Die ist leer, die ist leer, die ist leer. Blöd. Spind ist auch leer. Der Raum bringt uns dann nicht so viel. Ich war schon mal hier. Das glaube ich eher weniger. Kommen wir denn irgendwie da hoch? Der ist doch hier. Hier müsste doch eine Treppe sein, oder wo ist der runtergekommen? Hier haben wir noch eine alte verlassene medizinische Station. Mit einem Stimpack immerhin und Med-X. Das können wir dann verkaufen. Sonst ist hier aber auch nichts mehr drin. Was sagt denn die Karte? Gibt noch Testlabs und eine Reaktorkammer, aber da kam ich ja gerade her. Ach, hier ist... Ne, hier kommen wir nicht rein. Hier ist die Treppe. Und wir haben auch direkt Gesellschaft, ein Herr der Supermutanten. Okay, dann ballern wir einfach mal drauf. Jawohl, das mit dem Schleichangriff hat sich bezahlt gemacht. Den haben wir jetzt fast weg. Jetzt ist er weg. Na, Dietrich-Fähigkeit von 100. Das reicht dann jetzt doch noch nicht ganz. Ich frisch mich mal gerade wieder auf. Was die Trefferpunkte angeht. Und hier haben wir jetzt einen Spind. Mit Kronkorken, immerhin. Da ist noch was. Ah ja gut, das war jetzt hier mit den Blechdosen. Ich sehe hier drin aber auch echt gar nichts. Hier kommen wir noch rein. Auch wieder Toiletten und Spinde. Das Gewehr nehme ich mit und werde es direkt ausrüsten. Also verbessern. Und damit sollte das jetzt wieder vollständig hergestellt sein. Von dir nehme ich die Munition noch mit. Und weiter geht's. Okay. Nach der Tatsache, dass die uns entdeckt haben, gehe ich in Deckung und werde das Gewehr wechseln. So. Cross wollte ich nicht angreifen. Hier diesen Herr der Supermutanten. Das hat nicht viel gebracht. Dann nehme ich doch lieber den. Kriegen auch ordentlich was ab. Wir machen gar nicht mal so viel Schaden. Boah, der frisst ja einiges an Muni. So, den haben wir schon mal ordentlich runter und weg. Cross. Hat gar nicht mal so viel mit abgekriegt. Moment gerade. So, wieder da. Wie viel Stimpacks? Ja, sollten wir nicht zu lange verweilen. Liegt daran, dass sie überall Leichenteile rumliegen. Mit den Worten des ältesten Theas. Ein gut ausgerüsteter Bruder tut immer seine Pflicht. Hat noch 12 Stimpacks, das ist gut. So. Munition, chinesisches Sturmgewehr aufnehmen. Ich glaube, langsam haben wir ja... Ach, es geht noch ein Stückchen, aber da brauchen wir jetzt eine 98er Fähigkeit von reparieren. Gut. Dann haben wir mal eins in Reserve, falls das wieder kaputt gehen sollte. Gut, dann können wir jetzt mal die Blutbeutel hier durchsuchen. Da haben wir immer noch ein bisschen was drin. Splittergranate jetzt nicht.
Nee. Da kommen wir nicht hin. Da müssen wir von der anderen Seite hin. Hier haben wir noch einen Arm. So, und du? Auch nichts Tolles. Weiter geht's. Ich gehe mal davon aus, dass wir dieses GEK in diesen Testlabs finden. Oh, hallo? Mist. Gucken, ob es reicht. Gegner am Boden. Ja. Das ging. Und noch wieder ein Herr der Supermutanten. Ballern wir mal ordentlich drauf. Zwei sogar. Boah, wie die... Wie der Zustand von dem Gewehr jetzt wieder runtergegangen ist. Oder habe ich jetzt etwa das Falsche ausgewählt? Ich guck gerade noch mal. Ja. Immer vorsichtig sein. So. Dann werde ich aber das andere Gewehr noch mal reparieren. Oh, sogar ein funktionierendes Terminal und ein Safe, den wir noch knacken können. Ich werde mich mal wieder eine Stunde hinlegen. Wieder fit sind, was die Trefferpunkte angeht. So, dann wird wieder repariert. So, zack, zack. Das sieht auch gut aus. Ich will aber jetzt das andere. Genau. Nach dem hin 5 mehr Schaden. Den Tresor versuche ich mal noch zu knacken. Weiter runter. So. Ja, noch nicht ganz. Mist, das war zu weit. Also irgendwo dazwischen. Ja. Bisschen höher. Doch noch nicht ganz. Ja, schwierig, schwierig. Ach, Mist. Aber da oben irgendwo muss es sein. So. Ja. Endlich Schuss für die Magnum. Wir haben eine neue Magnum. Und Stimpaks. Das hat sich gelohnt mit dem Tresor. Die wird natürlich auch gleich verbessert. So. Was haben wir denn hier? Wieder Sachen zum Lesen. Werde ich jetzt auch noch schnell durchklicken in der Folge. Wer will, kann sich es halt anschauen. Okay, das, dann Nummer 4. Okay, steht auch was von der GEK. Ich überflieg's mal so grob. Also steht auch was von der GEK-Kamera hier drin. Ich glaube, das sieht dann gar nicht mal so schlecht aus. Da sind einige Sachen rausgelöscht worden. Das ist vielleicht interessant. Das ist der einzige Ort, der mir einfiel, um diese Notiz zu verstecken. Hier läuft irgendwas sehr, sehr schief. EEP, was auch immer das ist. Ich habe mehrere Leute herausgefunden. Also irgendwelche Experimente scheinen hier auch an den Personen gemacht worden zu sein. Ah, okay, und das war das mit den Hilfsmaterialien im Safe, den wir gerade geplündert haben. Gut. Da mache ich hier mal einen Folgenstopp. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Ja, sind wir. Deswegen schleichen wir auch. Bis dann. Ciao, ciao.